Herzlich willkommen zu Gotzlis TV. Das ist ein neuer YouTube-Kanal und das ist ein Heimatkanal von Gössenheimer für Gössenheimer. Ja, und mein Name ist Marc und ich moderiere heute durch die Sendung. Wenn ihr euch fragt, wo kommt denn das Gotzlis TV eigentlich her? Das ist um 1144 ist es quasi als erstes Mal erwähnt und das kommt daher, dass Gösse damals Gotzlesheim hieß. Deswegen der Name Gotzles TV. Als Aufzeichnungsort haben wir eben hier die Ruine Homburg gewählt, ja, weil wir, das ist ein Ort, mit dem sind wir einfach verbunden und deswegen sind wir hier öfters dann oben. Ja, wir sind ganz neu und eben noch unerfahren und wir sind eigentlich auch dankbar für jede Anregung, die ihr uns schickt, beziehungsweise wenn einer dabei ist, der ja vielleicht mit hinter der Kamera oder vor der Kamera mit teilnehmen will, kann er das gern. Schreibt uns einfach eine E-Mail. Unten in der Adressleiste ist unsere E-Mail-Adresse angegeben oder einfach einen Kommentar mit reinnehmen. Ja, wir beginnen heute mit unserem ersten Beitrag. Wie soll es anders sein? Der König zuerst. Mit unserem ersten Bürgermeister, der ist ja neu gewählt, der Klaus Schäfer. Grüß dich. Ich begrüße dich recht herzlich hier in den heiligen Gefilden der Humboldt und begrüße dich zu unserem Talk Locker vom Hocker mit Frank. Ja, hallo Klaus, herzlich willkommen bei Gotzlis TV. Schön, dass es heute geklappt hat hier mit unserem Neustart. Und natürlich möchte ich mich erstmal bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast heute hier für uns und für diejenigen, die dich noch nicht so kennen, möchte ich dich erstmal bitten. Vielleicht kannst du dich erstmal kurz nochmal vorstellen, dass wir ganz einfach dich nochmal ein bisschen näher kennenlernen. Okay, also mein Name ist Klaus Schäfer. Ich bin geboren in Gräfendorf, in Wernfeld aufgewachsen. Habe in Sachsenheim eine Frau kennengelernt, bin berufsweg nach Gössenheim gekommen. Und in Gössenheim bin ich jetzt seit 1982. Ja, so lange Zeit, muss ich sagen. Stell ja fest. Sehr gut. Ja. Du bist ja schon seit Mitte Oktober Bürgermeister in Gössenheim. Und wie läuft es denn so? Es läuft sehr gut. Ich bin froh, dass ich den zweiten Bürgermeister Erich Fenn an meiner Seite habe. Der unterstützt mich natürlich tatkräftig und das ist auch gut so. Ja klar, eine starke Hand im Rückgrat, das brauchen wir schon. Und das nimmt dann eigentlich, glaube ich, auch das ein oder andere noch ab. Und kannst du, glaube ich, schon stolz sein, dass du so einen guten zweiten Bürgermeister hast und noch einen tollen Gemeinderat. Und ich denke, da kann sich in Zukunft richtig was Vernünftiges aufbauen. Darauf bin ich natürlich stolz, dass wir einen hervorragenden Gemeinderat haben und die Unterstützung von allen, vom Gemeinderat und auch vom Erich Fenn als zweiten Bürgermeister, das ist schon hervorragend. Da kann man drauf aufbauen. Sehr gut. Ja, du bist ja auch noch berufstätig und wie kriegst du jetzt das Bürgermeisteramt und den Beruf eigentlich momentan unter einen Hut noch? Ich muss mich bei der Sparkasse Mainfranken, bei meinem Arbeitgeber, recht herzlich bedanken, die vollstes Verständnis dafür haben, dass ich jetzt dieses Amt ausübe. Berufstätig bin ich bei der Sparkasse nur noch zu 40% Okay. und den Rest bin ich dann für die Gemeinde tätig. Viel für die Gemeinde tätig, viel für das Allgemeinwohl. Was sagt denn da die Frau dazu? Das ist eine sehr gute Frage, aber nachdem der Erich Fenn damals als amtierender Bürgermeister mitgeteilt hat, dass er nicht kandidieren wird für das Amt des Ersten, habe ich mich mit meiner Familie, mit meiner Frau da schon auseinandergesetzt und ja, ich muss sagen, meine Frau unterstützt mich, wo es nur geht. Alles klar. Gut, der 15. Oktober war natürlich ein einschneidendes Erlebnis, ein einschneidender Tag. Und wie war denn so der Wahlabend? Wie war es für dich? Sag uns mal ein paar Sachen dazu. War sehr emotional. Ich meine, man wird ja nicht jeden Tag Bürgermeister von der Gemeinde Gössenheim. Da gebe ich sofort recht. Also der ganze 14. Oktober war sehr aufregend. Das ging früh schon los.
bei der Abgabe der Stimme. Und ja, den Tag oder den Nachmittag verbrachte ich dann im Spattheim. Zum FC Gößenheim habe ich natürlich ein bisschen Beziehungen, nachdem ich dort schon Vorsitzender war und zweiter Vorsitzender. Und da verbrachte ich dann den Nachmittag mit der Familie im Spattheim. Und ja, je näher das Ende der Wahl oder Stimmabgaben war, umso nervöser ist man wann. Ja, man war der einzige Kandidat, aber trotzdem weiß man natürlich nicht, was letztendlich dabei rauskommt. Im Nachhinein bin ich etwas stolz, dass ich mit 92,8% Stimmen zum Bürgermeister gewählt worden bin. Und da bin ich schon etwas stolz drauf, auch wenn ich der einzige Kandidat war, aber das muss erstmal erreicht werden. Und hier möchte ich mich nochmals bedanken bei der Bevölkerung, die mir dieses Vertrauen entgegengebracht hat. Ja, Wahnsinn. Ich muss auch sensationelles Ergebnis, Klaus. Und jetzt steht natürlich das neue Jahr an. Oder gehen wir erst nochmal aufs alte Jahr ein. Im letzten Jahr gab es natürlich viele wichtige Entscheidungen. Und ich finde, ihr habt da meines Erachtens mit viel Bravour gelöst. Und aber was steht zum Beispiel 2019 auf eurer Agenda? Was steht an? Was sind eure Ziele? Gibt es da irgendwelche Sachen, die du uns noch sagen möchtest? Ja gut, die Dorferneuerung geht natürlich weiter. Jetzt gehen die Seitenstraßen an, ob Feuerweg, Simonsgasse, Bäckergasse, Mühlgasse. Das sind wichtige Komponente, die wir noch angreifen müssen. Wir hoffen natürlich, dass das auch 2019 losgeht. Geplant ist es so, aber da müssen sämtliche Ämter mitspielen und bei der deutschen Bürokratie ist das manchmal nicht der Fall. Wir hoffen natürlich, dass wir 2019 weiterkommen. Das nächste ist der Kindergarten, den müssen wir jetzt auch angreifen. Das geht ja schon einige Jahre so, dass wir uns mit dem Kindergarten beschäftigen müssen, ob Neubau, ob Umbau, ob Renovierung, Generalsanierung und so weiter. Das ist immer alles eine Frage vom Tiridari. Und da muss man schon Acht geben, aber wir können das jetzt nicht mehr länger rausschieben. Wir müssen das angreifen und wir werden das angreifen. Das heißt, der Gürtel wird eng geschnallt, aber vernünftig investiert und Gößenheim wieder ein Stück weitergebracht. Ja, wir wollen natürlich Gößenheim einiges weiterbringen und das haben wir bisher immer geschafft und ich gehe davon aus, dass es auch 2019 so läuft und mit Unterstützung der Bevölkerung, mit Unterstützung des Gemeinderates, dann funktioniert das auch. Einer allein kann nichts machen, wir müssen alle zusammenhalten, zusammen langen und dann kriegen wir das auf die Reihe. Ja, ist richtig. Und wichtig sind in so einer Gemeinde immer wieder die Mitbürger und Mitbürgerinnen. Und was erwartest du dir von den Mitbürgerinnen und Mitbürgern fürs Jahr 2019? Kannst du da vielleicht noch was mit auf den Weg geben? Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht mehr Arbeitskraft in die Vereine mit einbringt, weil die Vereine leben von ihren Mitgliedern und es wird leider Gottes immer schwieriger, gestandene Leute zu bekommen, die sich hier aktiv beteiligen. Und das würde ich mir wünschen, ob für den FC Gößenheim, ob für den Obst- und Gartenbauverein, ob für die Feuerwehr, ob für die Musik. Das ist alles egal. Jeder, der irgendetwas machen möchte, ist bei uns in jedem Verein gern gesehen. Also hauptsächlich auch das Ehrenamt annehmen und sich einfach mehr mit einbringen. Sehr gut. Ja, zu guter Letzt, Gotzeles TV, wie wir es getauft haben, eine tolle Idee, wie ich finde. Und wir wollen dadurch ja Gößenheim etwas näher in die Welt tragen. Wie siehst du das? Ich finde diese Idee hervorragend, die ist sehr gut. Man muss die neuen Medien nutzen und auf diesem Weg nutzen wir das. Und ich denke, dass wir unsere Heimatgemeinde Gößenheim schon irgendwo in die Welt bringen. Davon gehe ich fest davon aus. Und ja, ansonsten möchte ich mich nochmal bei dir bedanken für das nette Interview. Zu unserem nächsten Beitrag, da haben wir unsere Dorfkirche St. Radegundis besucht. Beziehungsweise da zur weihnachtlichen Zeit wird ja quasi unsere Krippe da immer aufgebaut. Und da haben wir den befragt, der das Ganze eben immer betreut, beziehungsweise auch aufbaut, das ist der Reinhard Drücher. Und ja,
Viel Spaß beim Beitrag. So, lieber Reinhold, wir stehen jetzt bei der Krippe hier in der Kirche. Seit 50 Jahren bist du beim Aufbau dabei. Ja, ja so ungefähr. Ja. Ungefähr. Mit deiner Familie hast du das jetzt übernommen, ja, baust dir auf jedes Jahr. Die Frage, die sich mir stellt, wie lange dauert denn so ein Aufbau? Ja, im Prinzip so zwischen 3 und 4 Stunden. Es ist so, die Figuren, die Krippe, das Spiel, der Hintergrund, das wird alles oben drum gelagert. Und die Platte, das ist ein Stück. Das ist gar nicht so einfach. Und die Steine sind drüben im Pfarrhof, also in der Schande. Ne? Drüben drinnen. Mhm. Und muss man halt erst alles beikarren. Dann ja, wird halt Stück für Stück aufgebaut. Du hast die Steine gelegt, so das Grobe, das Krippenspiel, die Krippe selber an sich. Und dann der Hintergrund, und dann die Beleuchtung. Und dann wird vorne das Moos praktisch fertig gemacht. Das ist ja so. Um die Feinheit an, die Äste und so, das ist dann ganz zum Schluss. Und die Krippe wird je nachdem im Vorfeld aufgebaut, sage ich jetzt mal, ein paar Tage für Weihnachten, wie es halt am zeitlichsten beste passt. Weil allein kann ich es nicht, das heißt, ich brauche so 3, 4 Helfer, ja, wo das mitmache. Und da muss ich dann immer gut erstmal einen günstigen Zeitpunkt rausfinden. Und ja, und die Figur an sich, die kommen erst einmal. Ist sehr gelungen. Gut. Reinhold, ich habe schon, ich bin ja kein Fachmann, aber gesehen, es sind sehr, sehr viele Einzelteile. Hast du da auch ein gewisses Konzept, wie du es immer anordnest, oder sieht die Krippe bei diesen vielen Einzelteilen jedes Jahr anders aus? Viel Gestaltungsmöglichkeit hat man nicht. Weil man muss das Krippenspiel unterbringen, man muss den Stall unterbringen. Mhm. Ja, und zeigt mir jetzt auch die Burg Jerusalem, heißt das Ganze da hinten. Ja. Wieder aufgebaut haben, sage ich mal, und da bleibt uns nicht viel Möglichkeit, das Ganze zu realisieren, weil so die Eckpfeiler. Die Eckpfeiler, genau. Und die musst du halt irgendwie unterbringen, ja, und der Rest, mal da mal eine Höhle, mal da eine Höhle, da mal einen Baum oder so, das kann man schon ein bisschen variieren, aber im Prinzip, vom Grund her, bleibt nicht viel Möglichkeit. Ich sehe einen Schwerpunkt bei den Schafen, Reinhold, wie kommt es dazu? Das ist verdanken wir eigentlich den Waldemar, den Kleinen, an sich hier Holzschnitzer, sage ich jetzt mal. Mhm. Der hat in der letzten Zeit sein ganzes Muster, Sammelsurium und das, was er eigentlich so noch gemacht hat, was er noch daheim gehabt hat, der Kirchengrippe vermachtet. Mhm. Und so sind wir eigentlich jetzt in der letzten Zeit zu sehr vielen Schafen gekommen, wo es auch eigentlich mir gefällt, manche sagen, es ist zu viel, aber mir gefällt es, weil es schon viel eine richtig schöne Herde zusammengekommen ist, sage ich jetzt mal. Einfach Leben drin. Genau, sagen, ne? Genau. Ja, Reinhold, du hast dann gesagt, du bist seit 50 Jahren beim Aufbau mit dabei. Mhm. Wie alt ist denn die Krippe an sich dann? Das Krippenspiel, das hat der Pfarrer Schmechner damals angeschafft. Mhm. Und zwar das gleiche Krippenspiel steht auch in Schönau in der Kirche. Und das ist in den 60er Jahren irgendwann. Das ist ein Walzenkrippenspiel, das heißt, es geht mit Geld und wird ein Kontakt ausgelöst und dann kommt das Jesukind raus und gibt ein Segen. Und die Burg Jerusalem, die hat einen Flüchtling geschnitzt, so viel ich jetzt das rausgekriegt habe. Und zwar hat er in einem Weinbergshäusler in Oberlewinget am Angeln gehaust, sage ich jetzt mal, da gewohnt, und der hat in seiner Freizeit, der war Zimmermann, und in seiner Freizeit hat er die Krippe gemacht. Also. Und wir haben die vor etlichen Jahren, haben wir die oben beim Turm renovieren, sage ich mal, haben wir die entdeckt beim Aufräumen und haben sie ein bisschen restauriert, und seitdem wird sie wieder regelmäßig mit aufgebaut. Und die Holzfiguren jetzt so die Figuren und der Stall, das ist jetzt Anfang der 70er Jahre angeschafft worden, weil die alte Krippe, das waren Gipsfiguren, und dann, die waren halt schon weg abgestoßen, sage ich jetzt immer, die Hand beim Esel fehlt, die Ohren, und da auch Jesukind fehlt die Hand, und das ist halt, dann hat der Schmechner damals, hat sich das alles
eine neue Krippe. Und die neue Krippe hat eigentlich damals so initiiert die Edeltrud Hoffmann. Mhm. Die hat da Kontakte gehabt nach Südtirol, okay, zu Holzschnitzern, und hat das Ganze dann, die war damals auch Kegenpflegerin, mhm, zu dieser Zeit. Ja, der nimmt noch, ja. Ne? Und die hat das Ganze dann initiiert, sag ich mal, dass das so. Und die also es ist nicht alles auf einmal gekommen, sondern so nach und nach sind die Heilige Familie, ein paar Hirten und die drei Könige, sind als erstes angeschafft worden, und dann sind so nach und nach so Hirte und Schafe sind das dazugekommen. Und ein Teil hat die Frau Buchmann sogar selber bezahlt und dann gespendet praktisch. Ja, was beim ersten Blick gleich auffällt, es ist ja sehr viele, oder es sind sehr viele Naturmaterialien verbaut hier. Ob es das Moos ist, ob ja, die Flechten, die ich sehe, die kenne ich vom Arboretum, wie gesagt, oder auch die Steine. Holst du das immer wieder frisch rein oder lagert ihr das ein? Oder? Das wird alles eingelagert, weil es gibt nicht jedes Jahr schönes Moos. Ne? Und ich gucke da im Herbst immer, gibt es was, gibt es nichts. Wenn ich was finde, dann wird es daheim ausgebreitet. Wohnzimmer? Nein, nicht im Wohnzimmer, aber in der Halle wird es erst ausgebreitet, damit die Käfer und das Zeug, die grobe Feuchtigkeit rausgeht. Und zum Schluss kommt es dann nochmal ein paar Tage in den Heizraum, damit sie wirklich richtig trocken sind, damit der Figur nichts passiert, dass gefeuchtes Moos da reinkommt und dass es auch nicht schimmelt hat. Und da wird immer ein Teil, also komplett habe ich es schon ewig nicht mehr ausgetauscht, es wird immer nur ein Teil ausgetauscht, weil es ist einfach zeitaufwendig, Platz, und ich finde, es muss eine Zeit, dass es immer komplett alles neu gemacht wird, weil die meisten Leute fällt sich nicht auf. Und die Flechten und so, das sind Dörner, Maisdörner, ja. Und die findet man also speziell oben Arbore, in Anberg. Ja. Da sind sehr schöne Hecke, wo man einfach nur ein paar Zweige rausdrücken muss und muss da keinen großen Schaden anziehen, weil das wäre schade. Weil, wie gesagt, die wachsen eigentlich sehr langsam, diese Flechten, und die gibt es auch in der Größe, so ausgewachsen, auch nur da oben. Okay. Du bist ja handwerklich sehr geschickt, kommt es dir auch sehr oft zugute, wahrscheinlich bei Reparaturen. Ich sehe jetzt hier, hast du das repariert. Ja, das muss repariert werden, das ist nicht repariert worden, da ist einfach nur der Schrauber damals reingekommen, weil man muss ja die Platte in die Hand haben, und dann ist es klar, wenn sie hingestellt wird, die steht den ganzen Sommer in der Pfarrscheune drüber, das sind auch Veranstaltungen, okay, und da bricht halt immer wieder mal was ab, oder die Kinder halten sich immer fest, also ziehen, und dann, und wir ja, haben... Wie oft das ausgetauscht wird. Genau, ja. Wir haben, also das was grün ist jetzt, das ist noch original. Okay. Das dürfte schon so aus den 50er Jahren teilweise sein. Festgeschraubt habe ich den damals, der bleibt dann immer dran. Und die Seitenteile, die habe ich einmal mit dem Oskar, mit meinem Schwiegervater, in Amersbach, haben wir da mal erneuert, sag ich mal, komplett neu gemacht, die Seitenteile. Und ach, den Teil, der ist neu, weil der alte Zaun war nicht so lang. Okay. Arbeitsgeber und so. Ja. Ja, Rainer, du hast dir da sehr viel Mühe gemacht mit deiner Familie. Wie lange haben denn die Gößenheimer und auch die Kinder und ja, Gläubigen aus den umliegenden Gemeinden die Chance, diese Krippe noch zu besichtigen? Ja gut, die Hochweihnachtszeit endet mit Dreikönig. Die Dreikönig kommen einen Abend vorher rein, sage ich mal, und dann wird halt ausgesucht, heuer ist es auf Sonntag. Und ich denke mal, dass man Mitte der darauffolgenden Woche oder vielleicht war es dann eine Woche später, weil ich brauche einen Haufen Leute, weil wir den Baum dann ja auch mit wegmachen müssen. Also ich sage mal, eine Woche bis zwei Wochen nach Dreikönig spätestens ist alles wieder weg. Ne? Weil dann wird alles abgeräumt. Der Baum wird abgeräumt, die Krippe kommt als erstes weg, und dann muss der Baum abgeräumt werden, wird alles wieder raus. Dann ist die Weihnachtszeit kirchlich beendet eigentlich. Ja, also da kann man mal nur mal sagen, dass man das ganz toll findet, dass du das machst in deiner Familie, dass die Tradition da weiterlebt. Und ich merke schon, mit wie viel Herzblut du da dabei bist. Ja? Und
hoffe, dass du das auch in Zukunft machst, weil es natürlich eine tolle Bereicherung ist. Ich denke vor allem auch für die Kinder. Ja. Und hier komme ich dann umso lieber mal hier rein, um dein Werk hier auch zu besichtigen. Das heißt, es kommen im Jahr, sage ich jetzt einmal, kommen so ca. 35, 40 Euro kommen jedes Jahr zusammen. Reicht das dann auch für die Instandhaltung? Ja, das für die Instandhaltung. Für Neuanschaffungen reicht es halt nicht, aber für den Erhalt, jetzt so wie es jetzt ist, ja. Ja, Rainer, du hast vorhin schon das Grippenspiel genannt, das der Herr Schmegner oder Pfarrer Schmegner angeschafft hat. Mhm. Du hast doch die Mechanik uns erklärt. Jetzt denke ich, wollen wir doch mal auch eine kleine Demonstration, wie das genau funktioniert. Ja, mit dem Opferstock, das löst eigentlich das Krippenspiel aus. Das heißt, man wirft eine Münze rein und es kommt ein Kontakt. Durch das Gewicht von der Münze wird ein Kontakt geschlossen und löst damit das Krippenspiel aus. Ja, in Gösse gibt es etliche alte Orte bzw. auch etliche Geschichten, die sich um solche alte Orte ranken. Und da haben wir einen Experten, das ist der Uli, und da haben wir quasi eine Reihe angefangen. Das nennen sich Ulis Dorfgeschichten. Und heute steht der Uli an der Zehnscheun vor der Hauptstraße. Heute wollen wir euch was erzählen über versteckte, verborgene Orte in Gössenheim. Und ein solcher Ort ist hier die ehemalige Arrestzelle in unserer Zehnscheune. Schon als Kinder hat die uns natürlich fasziniert und wir waren da ganz interessiert und auch gespannt, was sich hinter den schweren Eisenstangen und den Riegeln und Schlössern versteckt hat. Und haben da natürlich dann auch drin gespielt, nachgeforscht, geschaut, was da alles drin war und dann daheim unsere Eltern gefragt, Mensch Papa, was war das eigentlich für ein Raum? Und dann hat mir mein Papa erzählt, dass das früher eine Arrestzelle war von den Gössenheimer Polizisten. Dann wurden wir natürlich noch neugieriger und haben uns dann überlegt, was war das denn wohl hier? Ein Gefängnis? Ja, so ähnlich. In Gössenheim gab es früher eine Polizeistation oder einen Gendarmerieposten, die Dorfgendarmen. Den älteren Gössenheimern sind sie noch bekannt, der Herr Henrich zum Beispiel, nach dem Krieg dann der Herr Pflaum. Die wohnten im Gasthof zur Eisenbahn, das ist jetzt drüben beim Autohaus Unruh. Im Hotel zur Eisenbahn hatten die Dorfpolizisten eine Dienstwohnung und auch ein Polizeizimmer. Da waren also immer zwei Polizisten in Gössenheim untergebracht und auch anwesend und haben bei uns für Recht und Ordnung gesorgt. Das hat uns der Theo Gärtner auch wunderbar in seiner Dorfchronik beschrieben. Wer also da mal reinschauen will, kann sich da auch dazu informieren über die Dorfpolizisten, über die Polizei in Gössenheim. Und dann gab es natürlich auch manchmal Leute, die festgehalten werden mussten, eingesperrt werden mussten. Und solche Leute hat man dann über Nacht, wenn es eben Abend war und man konnte nicht mehr nach Gemünden, hat man die dann über Nacht in Gössenheim dann erstmal hinter Schloss und Riegel gebracht. Drum hier auch die schweren Eisenstangen und auch das vergitterte Fenster. Alte Gössenheimer haben mir erzählt, dass das dann manchmal eben Leute waren, keine Schwerverbrecher, aber Leute, zum Beispiel
Obdachlose, wo man nicht wusste, wohin mit denen, beziehungsweise auch alkoholisierte Randalierer, die man damals zur Ausnüchterung dann über Nacht da eingesperrt hat. Das waren keine Gössenheimer, keine Angst, aber die hat man dann erstmal über Nacht in Gössenheim untergebracht und am nächsten Morgen dann, wenn es erforderlich war, da hat man die dann nach Gemünden ins Gefängnis gebracht. Und das Gemündener Gefängnis existiert heute nicht mehr, das Gebäude, hat man nach dem Krieg dann abgerissen. Das stand am Mühltor, nicht am Mühltor, das stand am Mühlgraben. Da ist heute die Pizzeria Peino an der Ecke. Dort stand das Gemündener Gefängnis, benannt nach Maximilian von Moschela, der in Bayern ja viele Reformen durchgeführt hat im 19. Jahrhundert. Und da war der Spitzname vom Gemündener Gefängnis das Mauschele. Und ich habe auch schon hier für diesen Raum mal den Namen des Gössemer Mauschele gehört. So viel also dazu, zu unserem Gefängnis. Und weil es gerade so schön schneit, muss ich noch an eine Anekdote denken, die mir meine Mama erzählt hat. Die Kinder sind früher also gern Schlitten gefahren, wie heute auch noch. Und unsere Hauptstraße runter vom Hüchele bis nunner die Mühlgasse war natürlich eine perfekte Schlittenbahn. Und die Dorfpolizisten, die waren da natürlich sehr streng. Und die haben den Kindern dann die Schlitten abgenommen. Durfte also kein Kind mehr Schlitten fahren hier in Gössenheim, weil es zu gefährlich war. Obwohl damals eigentlich noch gar nicht so viel Verkehr war, wie heute auf der Bundesstraße 27. Aber Dorfpolizisten sorgten damals natürlich schon für Ordnung und Sicherheit und waren auch sehr streng. So, da wünsche ich euch dann eine gute Zeit und viel Spaß beim Zuhören. Ja, und das war schon die erste Folge unseres neuen Gotzles TV. Und ja, da zum Abschied haben wir noch ein paar Veranstaltungshinweise. Zum Beispiel am 19. Januar um 14 Uhr findet das Lackefleischessen von den Clubfreunden Werntal am Bründle statt. Da bitte um Anmeldung bis zum 13., wer denn ja, ein Stück Lackefleisch will. Am besten beim Bohlemichl. Und am 23. Februar lädt der FC Gössenheim zum Winzerfasching mit kabarettistischer Weinprobe ein. Da sind die Karten eben auch schon im Vorverkauf. Da gibt es verschiedene Vorverkaufsstellen, Lösi, bei der Tina, bei der Apotheke und so weiter. Das wollte ich ganz noch kurz anmerken. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.